Mein Freund Gerald war 19 und ich 18 Jahre alt, als wir uns nach Abschluss der Schule bzw. der Lehre im September 1976 spontan dazu entschlossen haben, zu einer Reise nach Afghanistan aufzubrechen. Mit umgerechnet je 600 Euro, einem Schlafsack und dem Notwendigsten im Gepäck haben wir uns einfach in den Orient Express nach Istanbul gesetzt, ohne Planung und Recherchen mit dem Ziel, irgendwie Afghanistan zu erreichen. Die 48-stündige Bahnfahrt durch Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Bulgarien durch eine wildromantische Bergwelt, Schluchten, spärlich bewohnte Wälder und Ebenen war schon ein Abenteuer. Je weiter wir östlich gekommen sind, umso fremdartiger und orientalischer haben sich auch die Menschen, Dörfer und Orte präsentiert. Die Ankunft in Istanbul und die darauf folgende Suche nach einer Unterkunft war ein Eintauchen in eine fremdartige Welt mit tausenden aufregenden Eindrücken. Wir haben mehrere Tage dort verbracht, auch weil wir uns schon früh morgens tagelang bei den Botschaften von Iran und Afghanistan anstellen mussten, um ein Visum für diese Länder zu bekommen. Das war auch gut so, denn ohne die in Istanbul gesammelten Erfahrungen wäre es schwierig gewesen, sich den Bedingungen für den weiteren Verlauf der Reise anzupassen. Die Reise haben wir dann mit einheimischen Bussen fortgesetzt. Die Wegstrecken von ca. 2000 km bis nach Teheran und dann nach Kabul haben ungefähr je 48 Stunden in fast ununterbrochener Fahrt in Anspruch genommen. Für so eine Strecke haben wir 22 Euro bezahlt. Über Ankara, Erzurum, Tebriz, Teheran, Meshed, Herat und Kandahar haben wir Kabul erreicht, wo wir uns einmal eingelebt haben.
12-stündigen Fahrt mit dem Kleinbus über unbefestigte Straßen sind wir in Bamian angekommen. Die Buddha-Statuen von Bamian waren eines der größten stehenden Buddha-Statuen der Welt. Sie befanden sich bis zur Zerstörung durch die Taliban im März 2001 im 2500 Meter hoch gelegenen Tal von Bamian, das sich im Zentrum Afghanistans befindet. Nach weiteren 8 Stunden mit dem Geländewagen haben wir die Bande Amir Seenkette erreicht, die in ca. 3000 Meter Höhe am Hindukusch liegt. Sie besteht aus 7 Seen, die durch natürlich entstandene Dämme aufgestaut sind. Bedauerlicherweise ist dieser Film hier und für die noch folgenden aufregenden Orte, die wir besucht haben, zu Ende. Wir haben bei unserem spontanen Aufbruch zu dieser Reise einfach vergessen, Batterien für die Bolex Super 8 Kamera mitzunehmen, und hier welche zu bekommen war leider unmöglich. Doch die Bilder von dieser sagenhaft abenteuerlichen Reise bleiben für immer in unseren Köpfen erhalten.